wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht! Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Hier sollte es sein.
Verdammt! Verdammt! Mia?
Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Bist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Habe ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Mia?
Mia, warte! Warte! Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt.
du? Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pi. Geht nicht, Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Andre? Andre! Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Was war das denn? Hast du es gehört? Andre! Wo zum Teufel ist der? Andre, wo bist du, Mann? Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Zuerst. Ich brauche eine nette Einstellung, wie ich.
die Leiter runterkommt. Also, du zuerst. Was siehst du? Was ist? Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Was hättest du nicht tun dürfen? Das Bad verdammt bist! Ich verspreche.
Okay, gut. Okay, gut. Willkommen in der Familie, Junge.
schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Wo bin ich? Was zur Hölle? Gemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er kennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Oh, Lukas! Verdammt, Alter, nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er isst es nicht, Jack. Halt's verdammte Maul, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Hab keine Angst! Du verschwendest deine Zeit!
Komm schon! Komm schon! Hallo? Wie ist es dir ergangen? Du bist ins falsche Haus gekommen, Junge. Damit kannst du dein Bein flicken. Du schaffst das! Beeil dich! Du könntest dich vor dem Explosion schleichen. Komm schon! Komm schon!
Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Hey, Sie! Hey, hier drüben! Hey! Hey, Sie! Machen Sie auf! Hey, Sie! Hey! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie's. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor aufmachen! Das Stopp! Tor Stopp! Scheiße, ich werde jeden Tag... Thank you.
Tag dieselbe Leier. Erbärmlich. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um. Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Das ist nicht vorbei, weißt du? Gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Thank you.
Daddy ist dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder.
Ethan, wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, das du wissen musst. Da bist du ja! Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady! Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. Hier drüben, Mami. Ich hab die Schnauze voll. Die Schnauze voll von deinem Mist. Ja! 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 Voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Du warst ein böses Mädchen. Voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene, außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen? Ich weiß, dass du in Zoe etwas ausschließt. Ich weiß, dass sie etwas plant. Denkst
du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Nicht hierher. Werde ich meine Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind. Hab sie!
böses Mädchen! Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Bleib genau da, du kleines Miststück! Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Beweg dich nicht! Geh zurück auf dein Zimmer, sofort! Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen. Wir lieben dich. Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Nein! Versuch nicht, deinen Teil der Schuld zu bekommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Wo denkst du, dass du hingehst? Was haben sie dir angetan, Mia?
Höllische Sache, nicht? Ganz sicher besser als das Gras zu beißen. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Wie du sehen kannst, ist die Familie... Wodurch du, salopp gesagt, in der Scheiße steckst. Thank you.
Wer baut diesen Mist?
Sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Armer Deputy. Hier nicht raus! Yeah!
Armer Deputy. Groovy.
Thank you.